Die Mär vom Klimaschutzmanagement. Es war einmal, so könnte die Geschichte beginnen, tut sie aber nicht. Folgender Beitrag des Funkkolleg Klima des Hessischen Rundfunk ist tatsächlich ernst gemeint. Er erzählt die Geschichte der Klimakommune des Jahrzehnts im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz. Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. Wenn international nach einem Star am Klimaschutzhimmel gesucht wird, dann wird man in Rheinland-Pfalz im Rhein-Hunsrück-Kreis fündig. Denn der Landkreis versorgt nicht nur seine gut 100.000 Bürgerinnen und Bürger mit Strom rein aus erneuerbaren Energien. Es wird sogar so viel grüner Strom produziert, dass noch weitere 200.000 Menschen in anderen Landkreisen versorgt werden können. Damit ist die gesamte Stromversorgung dort nicht nur klimaneutral, sondern auch weltweit ein Vorzeigemodell für eine gelungene Energiewende. Michael Uhle ist die schärfste Waffe des Rhein-Hunsrück-Kreises gegen den Klimawandel. Seit 24 Jahren geht der gelernte Architekt seinen Weg, macht den Kreis zur Energiekommune des Jahrzehnts. Also ich habe schon besser geschlafen als letzte Nacht, das muss ich ehrlich sagen. Die erste große, richtig große internationale Besuchergruppe nach 3 Jahren. Heute kommen Menschen aus 54 Ländern der Welt ins kleine Simmern. Professoren und Gelehrte von allen Kontinenten. Sie wollen wissen, wie das geht mit der Energiewende. Was für ein Erfolg für die Energiewendemacher. Selbst ein afrikanischer König kommt nach Simmern. Aber was genau führt alle diese Menschen hierher in den Hunsrück? Er versucht, die Entscheider zu ermutigen, in ihren jeweiligen Ländern die Abkehr von fossilen Energien voranzutreiben. Why should we give our money to Putin or Saudi Arabia? Ein Professor aus Tansania sieht die Erneuerbaren so. Es ist ein umweltfreundlicher Ansatz, denn andere Technologien sind zerstörerisch und haben keine Zukunft, sind nicht nachhaltig. Aber erneuerbare Energien, das sagt schon der Name erneuerbar, sie können über Generationen hinweg erneuert werden. Auch gehäckselte Sträucher gehören zum Gold des Rhein-Hunsrück-Kreises. Mit diesen Gartenabfällen werden 3 Schulzentren im Kreis beheizt. Eine weitere Anlage veredelt Biomüll der grünen Tonne zu Strom und Dünger. Hier zwischen müffelnden Haufen erklärt Michael Uhle dem König aus der Elfenbeinküste die Vorteile einer heimischen Kreislaufwirtschaft. Schon seit 10 Jahren nutzen sie das gehäckselte Restholz zum Heizen, erzählt er den Staunenden, und sparen dabei 1 Million Liter Heizöl jedes Jahr. Diese schnöde Biomasse hier bewegt die Gemüter und selbst den König. Was wir hier sehen, das haben wir auch in Afrika. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich dieses System nutzen kann, um Afrika zu helfen, wirtschaftlich unabhängig zu werden. Die Elfenbeinküste kämpft seit Jahrzehnten gegen die Abholzung des Regenwaldes. Großkonzerne wie Nestle, Burger King und Co. sind maßgeblich daran beteiligt. Wie passend, dass sich dieser König die Nutzung von gehäckselten Gartenabfällen zur Energiegewinnung in der Energiekommune des Jahrzehnts anschaut. Aber hören wir weiter zu. Mein Plan ist es, eine neue Stadt in Afrika zu gründen. Das neue Eldorado, um unserem Kontinent zu helfen. Solche Termine machen Michael Uhle überaus glücklich. Denn seine große Idee der Energiewende durch Bürgerhand wächst. Nicht nur im Hunsrück.